Würdest du anderen das empfehlen? Führt eure Investorengespräche auf einem Segelboot. Dann fiel auch mal der Laptop aus von Felix. Da mussten wir uns tatsächlich mit einem Wasserflugzeug aus Fort Lauderdale einen Laptop einfliegen lassen. Also wir hatten da, wir durften natürlich auch den Investoren, haben wir auch nicht gesagt, ja, wir sitzen hier wie auf dem Schiff fest. Und dann hatten wir uns mit den Inselnbesitzern von einer Insel angefreundet und durften dann dort das Internet nutzen und hatten dann tatsächlich noch eine super Zeit, muss ich sagen. Ask Me Anything, der Hintergrundtalk. Eure Fragen an die Köpfe aus der Fin-, Tech- und Payment-Branche mit Christina Casala. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ask Me Anything, dem Podcast-Format von Payment and Banking. Heute sitzt mir gegenüber Christine Kiefer von Right Capital. Ich freue mich sehr, dass du Zeit für uns gefunden hast und dich in den nächsten Minuten den Fragen unserer Community stellst. Und ich möchte dich bitten, gleich direkt einzusteigen. Stell dich doch einmal kurz vor, wer bist du und was machst du? Und das vielleicht in 30 Sekunden. Ja, sehr gerne. Vielen, vielen Dank für die Einladung zu eurem Podcast. Mein Name ist Christine Kiefer und ich bin die Gründerin und Geschäftsführerin von Right Capital. Wir sind ein Fintech aus Berlin, das Dienstleistungen rund um die vermögensverwaltende GmbH erbringt. Der erste Eindruck zählt, auch bei ihren Kunden. Deshalb hat die Solaris Bank Bankident entwickelt. Das schnelle, sichere und komplett digitale KYC-Verfahren. Keine Warteschleifen, keine Öffnungszeiten. Einfach identifizieren via Bankkonto. Ein skalierbares Onboarding, das Ihre Conversion Rate deutlich steigert. Alles unter Einhaltung des GWG. Erfahren Sie mehr unter www.solarisbank.de. Neben Right Capital habe ich noch ein weiteres Projekt, das sind die Fintech Ladies, ein mittlerweile europaweites Netzwerk für Frauen in der Fintech-Branche. Und ich sitze, wenn die Sitzungen denn stattfinden, auch im Fintech-Rat des Bundesfinanzministeriums. Bist du ein Unternehmertum-Gewächs? Also sind deine Eltern irgendwie auch Inhaber von einem kleinen, gut gehenden mittelständischen Unternehmen? Woher hast du dieses Unternehmergehen? Weißt du das? Das ist eine sehr, sehr schöne Frage zum Einstieg. Nein, ich bin tatsächlich kein Unternehmergewächs. Das ist eine sehr gute Frage, wenn man das schon oft sieht, muss ich sagen, so in der Berliner Startup-Szene. Also, dass oft die Eltern schon Unternehmer waren und dass es dann ganz natürlich ist, für die Kinder selbst auch Gründer zu sein. Das war bei mir tatsächlich anders. Also es war tatsächlich ein langer Weg zum Unternehmertum. Ich habe erstmal in der Bank angefangen und ja, bin jetzt erst seit 8 Jahren in Berlin und war auch zuerst Angestellte, Geschäftsführerin, dann alleinige Gründerin, bis ich jetzt mit Right, mit eigener Idee und eigenem Kapital gestartet bin. Was hast du für einen Hintergrund? Wo bist du aufgewachsen? Ich komme von der französischen Grenze, aus dem Saarland. Und das liegt tatsächlich in Deutschland, nicht in Frankreich. Ich werde oft gefragt, wie ich da hinkomme. Und ja, Saarbrücken hat tatsächlich auch einen Flughafen. Man muss nicht über Paris fliegen. Es gibt tatsächlich Leute, die fragen, wie du nach Saarbrücken kommst? Ja, ich wurde tatsächlich schon gefragt, ob ich nach Frankfurt oder nach Paris fliege. Musste dann erklären, nein, wir haben einen eigenen Flughafen. Noch zumindest. Ja, okay. Aber wie bist du vom Elternhaus geprägt? Also ich frage deswegen, weil ich in der Vorbereitung gelesen habe, dass du mal irgendwo gesagt hast, deine Mutter hat dich sehr geprägt, was das Thema Informatik angeht. Ja, das stimmt. Meine Mutter ist eigentlich Ärztin. Also sie hat beruflich eigentlich nichts mit Computern zu tun gehabt, war aber immer sehr, sehr technikinteressiert. Und ja, deswegen hatten wir früh einen Computer zu Hause, haben auch schon, Socken bei Otto bestellt, als es noch gar keinen Browser so richtig gab, sondern dann über BTX mit Bluescreen. Und ich denke, das hat mich einfach sehr, sehr geprägt. So habe ich eben früh erste Webseiten gebaut und mich dann letztendlich auch fürs Informatikstudium entschieden. Mhm.
Hattest du denn, also ich meine, hast du auch Brüder und habt ihr dann da um die Computerzeit gebettelt? Nee, wir hatten, ich habe tatsächlich auch mit meinem Bruder viel vorm Computer gesessen und der hat auch Mechatronik studiert. Also wir haben tatsächlich beide was Technisches gewählt. Aha, okay. Deine Mutter hatte offensichtlich auch etwas sehr Visionäres damals schon, oder? Also ich meine, Socken ohne Browser zu bestellen und diese Mühsal quasi, diesen Umweg zu gehen. Das stimmt, das war richtig mühselig, aber ich glaube, so dieser Drang danach, Probleme zu lösen und Sachen auszutüfteln, das habe ich wahrscheinlich von ihr. Aber du sagst, du hast dich dann auch fürs Informatikstudium entschieden, wahrscheinlich nach dem Abitur. Wo hast du studiert und hattest du dann da das Gefühl, da bin ich auch richtig? Ja, das ist eine schöne Frage, weil man tatsächlich, wenn man einer Minderheit angehört, ja immer leicht das Gefühl hat, ich bin hier irgendwie fehl am Platz, ich gehöre hier nicht hin. Ja, ob das jetzt als Frau ist oder als Teil irgendeiner anderen Minderheit, ja, das ist ein Gefühl, was sich oft einstellt. Ja, ich habe in verschiedenen Orten studiert, also angefangen bei uns in Saarbrücken, weil wir tatsächlich eine sehr, sehr gute Informatikfakultät haben, auch mit DFKI und Max-Planck-Institut. Ich habe aber auch in der Schweiz studiert, wo das Verhältnis ein bisschen ausgeglichener war, aber sich eigentlich nicht wesentlich unterschieden hat. Ja, also sehr viele Mitstudentinnen gab es natürlich nicht. Ausgeglichener, weil internationaler oder weil die Uni einfach mehr Frauen per se an sich gebunden hat? Nee, weil internationaler. Naja, also wir müssen ja mal eine Lanze für Saarbrücken brechen. Also ich komme ja überhaupt nicht aus Saarbrücken, aber ich kenne tatsächlich Saarbrücken und ich war ganz überrascht. Das ist doch total hübsch da. Wäre es denn für dich denkbar gewesen, auch Medizin zu studieren? Nee, gar nicht tatsächlich. Also mit Medizin habe ich gar nichts am Hut. Spritzen kann ich gar nicht sehen. Auch aktuell Nachrichten gucken, wo ja jeden Abend jemand geimpft wird, das macht mir also überhaupt gar keinen Spaß. Ach, tatsächlich, ja. Weil es gibt ja auch so Ärztedynastien quasi, ja. Nee, bei uns nicht. Du bist ja jetzt, das können wir ja schon vorwegnehmen quasi, mit Ride Capital ja doch auch sehr früh auch in dieses Blockchain-Thema eingestiegen. Also auch wieder sehr visionär. Wie bist du zu dem Thema gekommen? Das war im Freundeskreis, haben wir uns einfach sehr früh für das Thema Blockchain interessiert. Also ich weiß noch, dass ich mit meinem besten Freund 2015 schon zum Web Summit gefahren bin und dort schon die ersten Vorträge gehört habe zu dem Thema. Und wir haben dann auch angefangen, aus Spaß einfach Smart Contracts zu programmieren und zu schauen, wie das funktioniert, mit Truffle beispielsweise. Und damals dann noch mit MetaMask, also damals war das alles noch sehr, sehr unzugänglich. Also überhaupt Bitcoin oder Ether zu kaufen, das war sehr unpraktisch, wenig nutzerfreundlich. Aber mich hat das natürlich interessiert. Es ist ja auch so, das sieht man sehr, sehr oft, dass CTOs, also länger dabei ist, dann hat man als Programmierer ja irgendwann keine Zeit mehr zu programmieren, weil man mehr Zeit mit Strategie, mehr Zeit mit Managen verbringt. Wenn man dann aber Zeit hat, selbst noch mal ein kleines Projekt zu machen, dann macht es halt sehr, sehr viel Spaß. Und das war bei mir eben damals der Fall, 2017, als ich dann auch meinen Co-Founder, den Felix, getroffen hatte. Und er kam aus dem Immobilienbereich. Und so haben wir uns dann gefunden. Wie erklärst du denn deinen Eltern die Blockchain? Oh, das ist eine sehr schöne Frage. Also meine Mutter ist da total auf Zack. Da brauche ich gar nicht so viel erklären. Bei meinem Vater hingegen ist alle Hoffnung verloren. Sind wir froh, wenn er mit seinem Handy klarkommt. Aber generell, wenn ich jemanden, der nicht sehr technikaffin ist, die Blockchain erklären muss, dann beschreibe ich das als dezentrale, unveränderbare Datenbank. Oder wenn jemand einen kleinen juristischen Einschlag hat, dann kann man das ja sehr gut mit dem Handelsregister oder dem Grundbuch beispielsweise vergleichen. Hast du denn das Gefühl, dass in deinem Umfeld durch deine Tätigkeit mehr Leute sich mit der Blockchain jetzt auseinandersetzen schon? Das kommt und geht ja in Wellen. Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass meine Tätigkeit etwas beeinflusst, sondern was einen großen Einfluss hat, sind einfach bessere Apps. Ja, zum Beispiel gibt es ja die Bison-App, da habe ich jetzt oft Gutes von gehört. Also es geht einfach um Zugang, ja, durch bessere Usability. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, allgemein auch bei der Adoption der Blockchain und den ganzen neuen Technologien.
wenn die Hürde einfach zu groß ist und die Programme einfach zu benutzerunfreundlich sind, dann werden sie einfach nicht von der Masse angenommen. Und ich sehe aber, dass wir jetzt an einem Punkt sind, wo das auch erreicht ist. Beschäftigst du dich denn auch viel mit den Kryptowährungen dann in der Blockchain? Am Anfang habe ich das tatsächlich sehr, sehr viel getan. Das hat ehrlich gesagt aber abgenommen, mein Interesse. Es gibt ja immer mehr Shitcoins, wie sie genannt werden. Also es sind ja sehr viele Währungen erfunden worden, aber auch sehr, sehr viele Währungen mittlerweile schon wieder gestorben. Von daher variiert da mein Interesse auch sehr über die Zeit. Aber gehörst du zu denjenigen, die dann irgendwie viel in Cryptocurrencies investieren, schieben, machen, tun? Und hast du noch alte Bitcoins, die jetzt irgendwie das Trillionenfache wert sind? Ja, das Trillionenfache leider nicht, aber wir haben damals ja sehr früh, also so ein kleines Krypto-Portfolio habe ich mir damals schon angelegt. Ja, das hat natürlich super dasteht, aber gerade jetzt am Wochenende auch, da haben wir eine Schneewanderung gemacht, da haben wir alle gesagt, ach Mann, hätten wir doch nur 100-mal oder 1000-fach so viel investiert, wie wir haben. Das wäre natürlich noch besser. Woher glaubst du, kommt bei dir dieses Gefühl, dass da eine Technologie am Entstehen war, die einfach sich versilbert? Du scheinst ja da einen guten Riecher gehabt zu haben. Ja, guter Riecher. Ich finde viele Sachen, viele Trends, dass das wirklich Bestand hat, das zeigt sich ja erst immer im Nachhinein. Ja, in der Retrospektive macht die Geschichte immer einen Sinn, aber im Vorhinein konnte das keiner wissen. Ja, also das wäre jetzt wirklich fehl am Platz zu sagen, dass mir das damals schon klar war, dass das eine Millionentechnologie war. Nein, ich würde eher sagen, mich hat einfach die Neuartigkeit gereizt. Ich fand die Konzepte interessant, also vor allem Ethereum, also die Möglichkeit, diese programmierbaren Einheiten dezentral zu halten. Also das fand ich faszinierend. Von daher war das einfach die Technik, die mich daran gereizt hat und mich dazu bewogen hat, mich mehr damit zu beschäftigen. Bevor du Ride Capital gegründet hast, warst du ja auch schon, wie du ja gerade sagtest, in Berlin und warst hier auch im Angestelltenverhältnis, warst bei Per Finance und auch bei BillPay meines Wissens. Mhm. Da hast du ja noch was ganz anderes gemacht im Grunde und bist dann da ja aber auch wieder raus. Was war zuerst sozusagen dieser Wunsch, ich möchte mich mehr auf die Blockchain konzentrieren, oder war erst sozusagen, es geht für mich nicht weiter und dann hast du gesucht, wo deine Zukunft liegt? Das mag vielleicht so scheinen, als wären das immer verschiedene Themen gewesen, aber für mich eint jedoch alle Themen das Interesse an Finanzen. Ja, also ob das jetzt Banking ist, ob das Bezahlmethoden ist, auch ja Kryptowährung, für mich ist das alles ein großes Thema und mit anderen Aspekten sozusagen. Aber siehst du noch sozusagen Verbindung zwischen Per Finance und dem, was du jetzt machst? Kannst du da noch eine Brücke schlagen? Naja, es geht schon um effizienteres Bezahlen und auch wie neue Technologien das Verhalten der Menschen ändert im Finanzbereich. Das ist ja das große Oberthema, ne? Bezahlt man online, bezahlt man mit dem Handy? Wie bezahlt man überfällige Rechnungen? Aber auch wie investiert man? Wie managt man seine persönlichen Finanzen? Denn früher, also hier auch ja der Generationenunterschied, wenn ich darüber mit meinen Eltern spreche, die haben ja sehr viele Entscheidungen so getroffen, weil ihnen der Bankberater das so geraten hat. Ja, also dass man seinen Banker hat in seiner Stadt, in seinem Dorf und einfach das tut und unterschreibt, was einem vorgeschlagen wird. Dieser Glaube, aber auch dieses Vertrauen, das ist ja heutzutage einfach nicht mehr so. Also ich würde mal sagen, seit der Finanzkrise, da hat das angefangen, dass man an den Bankern zweifelt, die auch an Respekt verloren haben. Das ist eben im Umbruch und ich finde, das zieht sich durch alle Bereiche. Dann lass uns mal ein bisschen über Ride Capital sprechen. Also ich habe ja im Vorfeld darüber gesprochen, dass ich dich im Ask Me Anything habe und ich meine, man kennt dich natürlich. Viele Frauen durch die Fintech-Ladies, viele Männer durch deinen beruflichen Werdegang und ich weiß gar nicht, wie oft ich gehört habe, so richtig verstehen tue ich deren Businessmodell nicht. Das ist jetzt deine Bühne, uns zu erklären, was ihr eigentlich genau macht. Also ich habe irgendwie verstanden, irgendwas mit Immobilien, mit Tokenisierung von Immobilien, aber da hört es dann auch auf. Deswegen, ja, Christine, dein Auftritt, ja, dein Pitch. Das erkläre ich sehr, sehr gerne. Also zusammengetan haben Felix und ich uns damals mit der Idee, Immobilienclubs auf der Blockchain zu gründen.
Was bietet die Blockchain? Sie bietet die Möglichkeit, Dinge zu tokenisieren, ob das jetzt Immobilien sind, das kann auch Kunst sein. Die Blockchain ermöglicht es also, dass man digitales Teileigentum besitzt. Das war unsere Idee, damit sind wir losgelaufen und ja, sind da auch immer noch im Regulierungsprozess mit der BaFin, der sich leider unwahrscheinlich verzögert hat durch die Events aus dem letzten Jahr, Corona-Hilfen, Wirecard, da war natürlich einiges los und so geht es auch vielen anderen jungen Blockchain-Firmen. Gestern habe ich auch mit unserem Wallet-Anbieter mit Tangeny gesprochen, die hängen da auch ein wenig in der Luft. Aber Not macht ja erfinderisch und so waren Felix und ich auch kreativ und haben nämlich, als wir ja diese Immobilienclubs gegründet haben, da haben wir gemerkt, dass meine Generation, ja der 30-Jährigen, dass viele Fragen uns eint. Wie lege ich mein Geld an? Wie soll ich mein Vermögen aufteilen zwischen den verschiedenen Anlageklassen? Und aber auch das Thema Steuern und Strukturierung. Das war eine Frage, die alle unsere ersten Immobilieninvestoren hatten. Und zwar ist es so, als Berliner Startup-Gründer, da hast du ja immer deine eigene GmbH oder zumindest UG, die deine Anteile verwaltet. Ja, in ein Startup investiert zu sein, privat, das macht keinen Sinn. Das hat wirklich jeder verstanden. Jetzt für den Otto-Normalverbraucher ist es aber nicht naheliegend, eine eigene GmbH zur Vermögensverwaltung zu gründen. Viele denken auch, für dieses Konzept muss man sehr, sehr viel Vermögen mitbringen, damit sich das überhaupt lohnt. Und so kam es, dass Felix und ich eigentlich jeden, der zwischen 50 und 100.000 Euro mit uns in Immobilien investiert hat und der keine GmbH hatte, haben wir gefragt, ja sag mal, hast du das nicht schon mal überlegt mit der vermögensverwaltenden GmbH? Das wird sich doch sicherlich für dich lohnen. Und so kam das, dass wir neben den Immobilienprojekten irgendwann so beschäftigt waren, damit vermögensverwaltende GmbHs zu gründen, den ganzen Prozess mit zu betreuen. Ja, das war ziemlich genau vor einem Jahr. Da hatten wir nämlich ja unser Schreiben an die BaFin, das hatten wir gerade abgegeben. Das war also abgeschlossen. Gleichzeitig hatten wir eben so viel Arbeit mit den GmbHs, dass wir entschlossen haben, na, wir gründen dafür jetzt eine digitale Antragsstrecke, um diesen Prozess einfacher zu machen und noch verständlicher zu machen. Wir organisieren auch die Steuerberatung rund um dieses Thema. Eigentlich ganz ähnlich wie Kontist, ja, die ja auch sowohl Bankkonto anbieten als auch die Steuerberatung. Also sehr ähnlich zu uns, etwas andere Zielgruppe, aber von der Idee ist es eigentlich die gleiche. Und ja, damit haben wir sehr, sehr regen Zulauf, gerade auch durch das Konzept der Trader GmbH, das unglaublich an Fahrt aufgenommen hat aufgrund einer Änderung des Steuergesetzes, die letztes Jahr beschlossen wurde. Okay, wir machen das mal konkret. Ich habe ein bisschen Geld übrig und möchte divers investieren und überlege mir so ein paar Anlagemöglichkeiten und komme auch auf die Idee, mir Tokens an Immobilien zu kaufen, richtig? Und dann besitze ich von dem Haus 100 Bitcoins wert ist 50 Token oder sowas, ja? Du nickst, genau. Das wäre dann sozusagen, warum sollte ich das über Tokens machen? Ich kann doch auch so in Immobilien investieren. Wo ist denn da der Vorteil? Ja, der Vorteil ist die digitale Abwicklung und daran, dass du eben nur einen Teil besitzen kannst. Also die Idee von den Immobilienclubs besteht darin, dass du dich, also statt dir eine Wohnung zu kaufen, tust du dich mit, sagen wir mal, neuen Gleichgesinnten zusammen. Und dann kaufst du eben ein ganzes Objekt, also ein ganzes Grundstück oder ein ganzes Haus und kannst dadurch das Objekt viel besser verwalten und viel besser strategische Entscheidungen treffen. Die Blockchain dient dazu, dass nicht jeder einzeln zum Notar gehen muss und dass du das Ganze digital verwalten kannst. Und dadurch hast du geringere Strukturkosten. Was hat denn der Immobilienbesitzer davon, dass mein Haus jetzt 500 Leuten gehört, die irgendwie ein paar Tokens haben? Also der Immobilienbesitzer bist du dann ja als Anleger. Genau, aber die Immobilie, die kommt ja irgendwo her. Wir bauen ja nicht zusammen, oder? Sondern, korrigier mich, ne? Also ich habe mir so überlegt, es gibt ja große Immobilienverwalter in Deutschland und die verkaufen dann quasi ihre Immobilie an diese Immobilienclubs, richtig? Ja, genau. Also woher die Immobilien kommen ursprünglich, das ist natürlich unterschiedlich. Also das können private Verkäufer sein, das können aber auch institutionelle Verkäufer sein, genau. Und diejenigen, die dann da in dem Haus wohnen, die haben ja wahnsinnig viele Besitzer.
Wer ist denn dann sozusagen mein, ich habe ja keinen Vermieter mehr, keinen, von dem ich die Wohnung abgekauft habe. Ich bin ja, die ist ja so aufgeteilt, diese Wohnung. Oder stelle ich mir das falsch vor? Wenn ich jetzt in so einer Wohnung lebe oder in so einem Haus und das gehört 500 Leuten, verstehst du meine Denkrichtung? Nee, das für den Mieter macht das überhaupt gar keinen Unterschied, weil die als Immobilieninvestor bist du ja investiert in eine Gesellschaft, die Immobilie besitzt. Deswegen das Gesicht zum Mieter hin, das ist eins. Also hier in dem Falle wäre das dann die Hausverwaltung beispielsweise. Von daher für den einzelnen Mieter macht das gar keinen Unterschied. Und von der Struktur her ist das ähnlich auch wie große Immobiliengesellschaften. Okay. Verstanden. Jetzt bist du ja nochmal auf diese steuerliche Gesetzesänderung gerade eingegangen. Was hat sich jetzt konkret verändert? Also ich habe jetzt 100.000 Euro übrig und es lohnt sich für mich nicht, eine GmbH zu gründen. Was mache ich dann mit euch? Wenn du 100.000 Euro an freiem Kapital hast, dann kannst du tatsächlich schon drüber nachdenken. Ab dieser Summe würde sich diese Struktur auf alle Fälle schon lohnen. Aber je nachdem, wie du anlegst, wie du investierst, hat die Gesetzesänderung eine Auswirkung oder nicht. Ich sag mal, wenn du jetzt einfach nur in ETFs und Aktien investierst, dann brauchst du dir da keine Gedanken machen. Denn worum es dabei geht bei der Gesetzesänderung, es geht um die Verlustverrechnung von Termingeschäften. Was heißt das genau? Die letztendliche Definition von Termingeschäften, die steht noch aus. Die wird jederzeit vom BMF erwartet. Aber es geht da um CFDs, um Knockout-Produkte, also um sehr hochgehebelte spekulative Finanzprodukte, je nach Auslegung vielleicht auch um Zertifikate. Das bleibt noch abzuwarten. Und von daher betrifft das Trader, also Leute, die professionell traden, auch ihren ganzen Lebensunterhalt daraus beziehen. Und für die hat die Steueränderung die unglückliche Folge, dass man Gewinne und Verluste nicht mehr miteinander verrechnen kann. Mhm. Und das hieße für dich, also wenn du privat tradest, dann kann es sein, dass du eigentlich einen Gewinn gemacht hast, aber trotzdem, weil du so viel Steuern zahlen musst, unterm Strich doch bei einem Verlust landest. Mhm. Das heißt, Trader, für manche Trader, die müssen sich also überlegen, ob sie das weitermachen wollen. Aber im Großen und Ganzen kann man sagen, privat lohnt sich das eigentlich nicht mehr. Wer weiter traden will, der muss das über eine GmbH tun. Und davon, von der Gesetzesänderung, die hatten wir ehrlich gesagt gar nicht auf dem Schirm, als wir vor einem ja damit losgelegt sind, also mit unserer digitalen Antragsstrecke. Aber mittlerweile haben wir einen unglaublichen Zulauf von den Tradern, die alle über uns ihre GmbHs gründen. Und wo helft ihr dann konkret? Wir übernehmen den kompletten Gründungsprozess. Mhm. Der Prozess zur eigenen GmbH oder dann auch zum Depot, der ist ja sehr, sehr kleinteilig, es sind sehr, sehr viele Formalien, sehr viele Anträge, die du ausfüllen musst. Die meisten Trader, die möchten ein Depot bei Interactive Brokers oder bei einem sogenannten Introducing Broker. Die sitzen im Ausland und von daher musst du dich auch mitunter mit amerikanischen Formularen rumschlagen. Das heißt, es liegt überhaupt gar nicht auf der Hand, wie das auszufüllen ist. Und bei all diesen Schritten unterstützen wir, beziehungsweise größtenteils erledigen wir das sogar für den Trader. Von welcher Marktgröße sprechen wir hier? Ja, das kommt darauf an, wie man die zählt, aber das sind mehrere Millionen tatsächlich in Deutschland. Du merkst, es ist für viele ein sehr trockenes Metier, deswegen habe ich auch so nachgefragt. Wo ortet sich Right Capital denn eigentlich ein? Ist eure Zielgruppe die Trader? Seid ihr ein Kryptounternehmen? Seid ihr ein Immobilienunternehmen? Seid ihr ein Wealth Management Unternehmen? Wo seht ihr euch selber im Selbstverständnis? Ja, was ist die langfristige Vision? Also, wir unterstützen vermögende Privatpersonen bei der Gründung ihrer vermögensverwaltenden GmbH, bei der Vermögensstrukturierung, das heißt eben auch bei der steuerlichen Beratung, aber auch bei Themen wie der automatisierten Wertpapierverbuchung. Also da haben wir quasi ein ganzes Angebot auch für Steuerberater. Und langfristig möchten wir zu einer digitalen Privatbank werden, wo wir weitere Produkte anbieten für die Zielgruppe von, ich sage jetzt mal, bei 100.000 Euro, die du nanntest, das ist wahrscheinlich die Mindestsumme, die man mitbringen sollte. Darunter
ja, vielleicht je nachdem, wie das Anlegerverhalten ist, lohnt sich das vielleicht auch ab 80.000. Darunter würde ich aber sagen, eigentlich nicht. Ja, bis hin zu einem niedrigen zweistelligen Millionenbereich. Das sind so unsere Kunden. Also ich würde sagen, der durchschnittliche Reitkunde, der hat zwischen 1 bis 2 Millionen im Depot. Privatbank heißt dann, werdet ihr einen kleinen Pivot machen? Im Pivot würde ich das nicht bezeichnen. Das ist einfach nur ein ständiger Ausbau unseres Produktportfolios. Mhm. Okay. Jetzt kommt deine beste Freundin, ja, und hat ein bisschen Geld übrig. Wie würdest du ihr raten, ihr Geld gut zu verteilen in der Anlagestrategie? Das kommt drauf an, wie groß die Summe ist. Also jemand, der jetzt, wie du sagtest, erstmal ein bisschen Geld zur Verfügung hat, der vielleicht gerade anfängt mit dem Sparen und Investieren, dem würde ich raten, erstmal mit ETFs loszulegen. Ist ja auch eine Frage, wie gut kennt man sich aus oder wie viel Zeit hat man denn, sich in Finanzthemen anzulesen. Ich denke, eine Strategie, mit der man auf keinen Fall falsch fährt, ist, wenn man einfach in einen breit gestreuten ETF investiert, also in MSCI World. Oder gängige Ratschläge sind ja, dass man 70% in MSCI World und dann 30% vielleicht in Emerging Markets investiert. Das ist auf keinen Fall falsch, wenn man einen mittel- bis langfristigen Anlagehorizont hat. Wer Geld vielleicht auch kurzfristig nochmal braucht oder wer vorhat, ja in den nächsten 5 Jahren vielleicht ein Eigenheim zu kaufen, da würde man eher davon abraten, aber Aktien ist tatsächlich einfach die Anlageklasse, an der man nicht rumkommt. Wann würdest du sagen, komm doch zu mir? Das würde ich sagen, wenn wirklich genug, also A, genug Kapital vorhanden ist schon mal. Und wir sagen aber auch, es muss auch auf alle Fälle jährlich etwas gespart werden. Also wer so viel ausgibt, wie er einnimmt, für den lohnt sich die vermögensverwaltende GmbH auch nicht. Denn die Idee dahinter ist ja, dass sich eine Art Zinseszinseffekt ergibt, dadurch, dass man das Geld in der GmbH spart. Deswegen, wir nennen sie auch die Spardosen GmbH. Also, dass man wirklich für etwas Größeres spart oder dass man die GmbH nutzt zur eigenen Altersvorsorge. Das klingt ja wahnsinnig trocken. Das ist ja mega nischig, ne? Du hast ja auch gesagt, irgendwie selbst nur 2% der Steuerberater kennen sich mit dem Thema wirklich aus. Super nischig. Jetzt hast du ja auch die Fintech Ladies gegründet, ja? Du bist ja in der Blockchain und mit dem, was du tust, ziemlich alleine auf dich gestellt, oder? Als Frau. Wie empfindest du das? Und hast du eine Idee dafür, warum das nach wie vor noch männerlastiger ist als die Finanzbranche ohnehin schon, die wir alle, die fehlende Diversität beklagen wir ja im Grunde alle. Ja, also das Thema, das ist schon ein, also ein Nischenthema. Jetzt muss man erklären, ja, aus welcher Betrachtungsweise ist das denn ein Nischenthema? Also unser Thema generell, ich würde mal sagen, das beschäftigt die oberen 10% der Bevölkerung. Also ab einem gewissen Einkommen sollte sich jeder Gedanken machen über eine sinnvolle Vermögensstruktur. Jetzt nischig aus der Betrachtungsweise sind da viele Frauen unterwegs. Also auch im Private Banking gibt es natürlich Frauen, aber da hast du recht, wenige. Das ist allgemein immer so bei, ja, bei Technik, Deep Tech, Finanzthemen, gerade wenn es noch in Unterbereich geht, da hast du schon recht, da ist man tatsächlich oft allein auf weiter Flur. Wie würdest du andere Frauen in deinem Netzwerk für die Blockchain begeistern? Das kommt ehrlich gesagt ganz von selber. Also auch bei den Fintech-Ladies, da hatten wir tatsächlich mal einen Abend in München, wo wir Blockchain zum Thema gemacht haben. Ich denke, wer sich für Finanzen interessiert, wer für das Thema Fintech generell brennt, da liegt es eigentlich nahe, dass man dann auch schaut, was sind denn die Entwicklungen in der Kryptoszene? Denn das geht ja mehr und mehr Hand in Hand. Und hast du das Gefühl, dass da auch Frauen nachrücken? Ja, das Gefühl habe ich schon, allerdings langsam. Deshalb, da hatten wir auch eingangs drüber gesprochen. Also oft wird ja gesagt, es gibt 40 Milliarden Frauen in Deutschland. Da muss ich doch wirklich zu jedem Thema eine Sprecherin finden lassen. Also das sehe ich etwas anders. Also je nach Thema ist es tatsächlich sehr, sehr schwer, eine Frau als Speaker zu finden. Und bei den Themen, mit denen ich mich beschäftige, also gerade Krypto, ist es tatsächlich der Fall. Also bist du gar nicht in der Situation zu sagen, ich setze mich auf keine Männerpanels?
Nee, tatsächlich nicht. Also oft wird gefordert, es darf keine Manuals mehr geben. Aber ganz ehrlich, in manchen Bereichen ist es einfach unfassbar schwer. Also mir ist das selbst schon passiert. Also ich habe auch einem Freund geholfen bei der Organisation einer Blockchain-Konferenz, wo die Speaker unentgeltlich gesprochen haben. Und da haben wir so sehr versucht, eine Frau zu finden, dass wir sogar mit Honorar oder auch mit dem Angebot, Leute von weit her einzufliegen, war das unfassbar schwer, eine weibliche Speakerin zu finden. Und von daher einfach zu fordern, es darf keine Manuals mehr geben, das ist leicht gesagt, ja, das bringt wahrscheinlich auch einfach breite Zustimmung ein. Aber wenn man sich dann mal genau die Themen anguckt, das kann mitunter wirklich eine unlösbare Aufgabe sein. Erlebst du denn bei den Frauen mittlerweile eine größere Bereitschaft, sich jetzt unabhängig, ob No Manual oder nicht, sich denn mal aufs Panel zu setzen? Weil ich kann mich erinnern, so vor ein paar Jahren, auch da war das ja immer so ein großes Thema, naja, die Frauen wollen dann ja noch nicht mal und schieben dann immer ihren Gründer so vor oder sonst wen. Ja, Hauptsache, sie werden nicht angreifbar in dem, was sie da sagen können. Ja, das mag sein. Also es mag sein, dass Frauen da größere Hemmungen haben. Ja, da hast du recht. Was ja sicherlich auch mit einspielt, ist die Tatsache, dass wenn man in einem Nischenbereich unterwegs ist, ja, oder jetzt allgemein ein Fintech in einem Bereich, wo nicht sehr viele Frauen unterwegs sind, dann werden ja oft auch dieselben angefragt. Ja, und man kann ja gar nicht nonstop auf Konferenzen unterwegs sein. Und von daher, da gibt es bestimmt verschiedene Gründe, warum Speaker-Anfragen dann abgelehnt werden. Aber ich muss sagen, das ist auch eine Typfrage. Also es gibt auch einige Kolleginnen, die sehr, sehr gerne die Hand heben, wenn gefragt wird, wer denn für einen Speaker-Slot bereitsteht. Aber auch da natürlich immer die gleichen, ne, im Grunde. Ja, das stimmt schon. Also ich finde, das ist da aber auch wieder Sache der, ja, auch der Gründer, also sehr oft sind es ja Gründer, dann auch einfach mal in die zweite Reihe zu schauen und zu gucken, wen kann man denn fordern und fördern, damit wirklich nicht immer nur dieselben sprechen. Das stimmt. Ja, genau. Hast du denn in deinem beruflichen Werdegang auch mal diese berüchtigte gläserne Decke erlebt? Nee, tatsächlich nicht. Also ich selbst tatsächlich nicht. Also es gab natürlich immer wieder Situationen, die für mich vielleicht anders waren, als es für einen Mann in meiner Position gewesen wären. Aber ich sage ja immer, alles hat seine Vor- und seine Nachteile. Und es hat ganz sicher auch Vorteile gelegentlich als Frau, einfach deswegen, weil du oft besser in Erinnerung bleibst. Ja, also bei bestimmten Konferenzen, ne, wenn da 500 Leute im Raum sind und da gibt es dann nur 5 Frauen, dann merken sich die Leute deinen Namen. Aber das ist ja spannend, was du sagst, ne? Also du hast gesagt, also in deiner Position wäre das für Männer anders gewesen. Kannst du das konkretisieren? Ja, also ich denke, es gibt eben einfach immer Situationen, wo Leute einfach einen Mann erwarten und dann vielleicht überrascht sind, dass sie dann doch mit einer Frau sprechen oder dass ich die Geschäftsführerin bin. Also ich denke, von solchen Situationen kann jede Frau berichten. Aber ich finde, das nimmt auch ab. Du siehst da eindeutig eine Tendenz auch, ja? Ja, ich sehe das eigentlich alles sehr positiv. Also abgesehen von der Blockchain wird die Branche diverser? Ja, da ist tatsächlich noch einiges zu tun. Ja, aber ich denke, viele Trends, die muss es eine Zeit lang geben, bevor sich da mehr Diversität einstellt. Also oft, ja, Nischenthema, die gehen halt in einer Nische los. Oft ist das nur eine sehr kleine homogene Gruppe, die auf ein Thema anspringt und dann dauert es einfach eine Zeit lang, bis sie in der breiten Masse angekommen ist. Wie handhabt ihr das bei euch im Unternehmen? Wie seid ihr da aufgestellt in eurer Quote? Also hast du weibliche Angestellte? Ja, ich bin Gott sei Dank nicht die Einzige hier bei Ride. Aber man muss natürlich sagen, wenn ich mir so die Bewerbungen anschaue, also im Engineering-Bereich, da ist es super schwer, 50-50 zu recruiten, einfach deswegen, weil das Bewerberverhältnis total unausgeglichen ist. Und im Rest der Firma, ja, da kommt es wirklich auch auf die Stelle an. Aber man muss schon sagen, dass Finanzthemen tatsächlich immer noch nicht so angekommen sind bei Frauen wie bei Männern. Das stimmt auf alle Fälle. Mhm.
Mir ist irgendwie interessant, ne? Das sagen ja viele und ich höre auch von vielen Gründern, ich hätte ja gerne mehr Frauen im Team. Ich habe nur die Tonalität noch nicht gefunden, um sie für mein Unternehmen zu begeistern. Wenn du mit den Fintech-Ladies sprichst, was wünschen die sich denn? Gut, jetzt sind die natürlich schon in dem Bereich tätig, aber also hast du den Hebel, womit Gründer mehr Frauen finden würden? Also da gibt es, glaube ich, nicht den einen Hebel. Ja, man kann nicht sagen, ich lege jetzt diesen Schalter um und dann rauschen da die Bewerbungen rein von weiblichen Bewerberinnen. Das ist ganz sicherlich nicht so. Ich denke, das ist immer ein ganzes Zusammenspiel aus verschiedenen Faktoren. Ja, wie tritt man auf? Also alles, die Sprache, auch die Bildsprache, aber auch wer repräsentiert denn das Unternehmen? Und natürlich ist es so, wenn schon eine Frau da ist oder eine Gründerin oder eine Head of, dann ist das Unternehmen gleich ganz anders positioniert, als wenn man das Gefühl hat, das ist eine reine Männerbande. Aber jetzt sind ja nach wie vor viele Unternehmen reine Männerbanden. Es sollte ja so nicht bleiben. Also ich meine, und da hat ja Tijen auch total recht, es gibt 40 Millionen Frauen und davon haben 40 Millionen, naja, nicht alle, aber mehr oder weniger Betrag zur Verfügung auch anzulegen. Und es muss ja auch im Interesse sein, Produkte für diese Zielgruppe zu bauen. Ja, absolut. Wobei da natürlich die Frage ist, brauchst du tatsächlich andere Produkte? Also wenn wir uns jetzt den Finanzbereich angucken, glaube ich, muss es nicht zwangsläufig ein anderes Produkt sein, sondern oft einfach eine andere Kommunikation um das Produkt herum. Also zum Beispiel für einen Robo-Advisor, brauchst du jetzt wirklich einen Robo-Advisor in Pink oder brauchst du nicht einfach eine andere Kommunikation? Jetzt ganz konkret denke ich da zum Beispiel an Scalable, die ja groß geworden sind, unter anderem durch die Ella, die auch ganz viele Veranstaltungen geleitet hat. Das ist natürlich so, dass Frauen sich dann mehr angesprochen fühlen, wenn das Thema durch eine Frau repräsentiert wird. Gar nicht so sehr die Produkte, wenn ich dich da richtig verstehe. Also die funktionieren für alle gleich gut. Es ist nur die Frage, wie man an die Zielgruppe herantritt in der Kommunikation. Und da braucht es dann einfach entsprechend Menschen, die oder Frauen, die dann dafür eben einstehen. Ja, ja, genau. Das würde ich genauso unterschreiben tatsächlich. Mhm. Du hast ja im Sommer auf einem Segelboot gelebt. Wie kam es dazu? Ja, das war tatsächlich unfreiwillig im ersten Lockdown. Also mein Co-Founder und ich, wir haben uns ja über das Segeln überhaupt kennengelernt. Ja, also bevor wir bevor wir angefangen haben mit Immobilienclubs, haben wir eine Eignergemeinschaft gegründet für ein Segelboot, ja, das wir und Freunde gemeinsam nutzen. Und Felix und ich, wir waren im Frühling, waren wir drüben. Also unser Segelboot, das lag die letzten Jahre in der Karibik und war auch im Februar verliehen. Und dann im März wollten wir das eigentlich festmachen für den Sommer, weil wir wussten, jetzt geht's gerade richtig los. Jetzt fangen mehr Mitarbeiter an, jetzt geht's auch ins Fundraising. Und wir wussten einfach, dass wir dieses Jahr keine Zeit mehr haben würden zum Segeln. Aber dann kam der Lockdown und so haben wir tatsächlich doch unerwartet sehr, sehr viel Zeit diesen Sommer auf dem Segelboot verbracht, weil wir dann in der Karibik? In den Bahamas tatsächlich. Also wir haben die erste Million haben wir tatsächlich aus den Bahamas geraced, wo wir dann festsaßen, bis wir dann irgendwann den Weg nach Hause wieder einschlagen konnten. Das heißt, du hast auch einen Hochsegelschein, ja? Richtig, genau. Ich habe den SSS, das ist die erste kommerzielle Lizenz. Das heißt, ich könnte auch tatsächlich als Skipper Leute durch die Gegend segeln. Ja, sehr cool. Wann hast du denn damit angefangen? Ach, das ist schon einige Jahre her. Das war in London, habe ich damit angefangen. Dann meine Segelfreunde, die wohnten alle in Deutschland. Und dann hatte ich eben keinen mehr in England. Und da habe ich dann kurzerhand bei Goldman, den Goldman Sachs Segelclub, gegründet. Und so konnte ich dann die Segelschulen dazu bewegen, Unterricht zu geben bei uns im Haus, bei uns in der Bank. Und da haben wir dann alle zusammen angefangen, den Segelschein zu machen und waren dann eben eine sehr lustige Truppe, die dann dort in Southampton gemeinsam segeln gegangen ist. Ja, sehr cool. Aber das heißt, du hast den Binnensee-Segelschein schon gehabt? Nee, die hab ich tatsächlich bei Goldman dann gemacht. Da haben wir dann in der Ich dachte, diesen Hochseesegelschein hast du dort gemacht.
Alle Segelscheine habe ich dort gemacht, beziehungsweise damit angefangen, erst im englischen System und dann auch hier in Deutschland. Also es gibt noch den SHS, also den Hochseeschein sozusagen, der ein rein theoretischer Schein ist, wo man dann mit einem Sextant lernt zu navigieren. Den habe ich noch nicht gemacht. Dafür muss man sich dann aber auch einen ganzen Monat Zeit nehmen. Mal sehen, wann das wieder der Fall sein wird. Ja, mir hat eine Freundin erzählt, die auch einen Segelschein hat, aber das ist schon eine Weile her. Sie meinte, die härteste Prüfung, die sie jemals gemacht hat, war die schriftliche Prüfung ihres Binnensee-Segelscheins. Ach, der ist noch nicht so schwer. Dann soll sie mal weitermachen und den SSS machen. Also da geht es dann ans Eingemachte. Ja, da sitzt man tatsächlich mehrere Stunden und das kann man auch über mehrere Tage sogar aufteilen, die Prüfung. Ja, sie meinte, es sei von den Fragen unfassbar schwierig gewesen und sie ist jetzt wirklich nicht auf den Kopf gefallen, aber sie meinte, irgendwie haben die wohl auch was an den Regularien verändert und mittlerweile sei der wohl auch gar nicht mehr so schwer, aber sie meinte echt, dass sie da teilweise jetzt an ihrem Verstand gezweifelt, warum sie da irgendwie das so als wirklich schwierig empfand, ja. Wo ist denn der Vorteil? Du sagst, ihr habt die erste Million auf den Bahamas gefundet. Das stelle ich mir sehr schön vor. Womit kann man denn Investoren beeindrucken, wenn man auf so einem Segelboot Investorengespräche führt? Das haben wir keinem gesagt. Also aus dem Lockdown raus, wir haben ja, also wir waren ja selber erstmal in einer schwierigen Situation, als dann auch alle Flüge gestrichen waren. Und das war also teils schön, teils erschreckend, weil die Bahamas, die haben ja keine guten Krankenhäuser und von daher waren wir da sehr, sehr schnell auf uns allein gestellt. Also wir durften nicht mehr an Land, wir durften keine Lebensmittel kaufen. Wir haben auch gesagt, Krankenhäuser sind jetzt nur noch für Bahamesen offen. Wer Grippesymptome hat, der soll bitte schön bleiben, wo er ist und wenn möglich auch das Land verlassen. Also von daher war das, gefangen in der Karibik, gab es sogar Artikel in der FAZ, weil das sehr viele Segler unerwartet getroffen hat. Und dann ich habe es von Leuten gehört, die in Portugal gestrandet sind. Das war auch nicht so lustig. Ja, das war tatsächlich schwierig. Also weil viele Crews sind schnell nach Hause geflogen und deswegen gab es einige Skipper, die allein auf weiter Flur saßen und sich gefragt haben, welches Land kann ich denn jetzt noch anlaufen? In die USA konnte man nicht mehr. Und viele haben dann tatsächlich allein oder wie wir zu zweit ungeplant die Rückreise über den Atlantik angetreten. Das klingt sehr abenteuerlich, aber romantisch ist sowas nicht, oder? Also auch gerade nicht in so einer Situation und ihr seid natürlich auch schon viel Wellengang gewöhnt, aber ich stelle mir das nicht so lustig vor, dann irgendwie dann da über den Atlantik zu segeln. Und nee, das war ein tolles Abenteuer. Romantisch vielleicht nicht, aber es war ein tolles Abenteuer. Ja, also wenn ich 2020 war, also für viele war das einfach nur ein schreckliches Jahr, aber für mich war das wirklich ein Jahr voller Highlights. Also der Lockdown, klar, wir hatten mit jeder Menge Probleme zu kämpfen. Internet war dort auch nicht immer verfügbar. Dann fiel auch mal der Laptop aus von Felix. Dann mussten wir uns tatsächlich mit einem Wasserflugzeug aus Fort Lauderdale einen Laptop einfliegen lassen. Also wir hatten nicht da im Ernst. Wir durften natürlich auch den Investoren, haben wir auch nicht gesagt, ja, wir sitzen hier wie auf dem Schiff fest. Aber wir haben nicht das Rauschen im Hintergrund gehört, wenn er das hohe Wasser Atlantik an die. Ja, mitunter haben wir tatsächlich gesagt, ui, jetzt rauscht es irgendwie in der Leitung. Das war mitunter schon ganz, ganz absurd, was wir da für Situationen erlebt haben. Aber zum Schluss des Lockdowns waren wir da eine sehr, sehr nette Gruppe aus Österreich, ein paar Franzosen. Wir hatten uns da angefreundet. Also die Bahamas, die bestehen ja aus ganz, ganz vielen kleinen Inseln, ja, über 300 einzelne Inseln. Und dann hatten wir uns mit den Inselbesitzern von einer Insel angefreundet und durften dann dort das Internet nutzen und hatten dann tatsächlich noch eine super Zeit, muss ich sagen. Würdest du anderen das empfehlen? Führt eure Investorengespräche auf einem Segelboot? Nee, wenn man es vermeiden kann, also in einem gesetzten Rahmen wie hier im Büro, geht das natürlich auch sehr gut. Aber im Lockdown, also jetzt hier im Lockdown Nummer 2, sehe ich das tatsächlich vermehrt auf Facebook, dass Leute sich überlegt haben, also den Lockdown, den kann man sich doch auch irgendwie angenehmer gestalten, ne? Von Bali bis den Kanaren sind da einige Gründer ausgeflogen.
Also es war für uns natürlich die super erste Übung, kann man ein Team digital führen? Mhm. Funktioniert das, wenn man auf der ganzen Welt verteilt ist? Wir haben ja auch einen Entwickler in Indien. Von daher waren wir über verschiedene Standorte, über verschiedene Zeitzonen verteilt. Aber das hat tatsächlich sehr, sehr gut geklappt. Also in jedem Lockdown, also in dem ersten, wie jetzt auch in dem zweiten, haben wir tatsächlich super Fortschritte gemacht. Und es hilft natürlich auch, wenn man eine Idee verfolgt, für die man brennt und wenn man ein nettes Team, nette Kollegen hat. Also mir tun alle die leid, die jetzt im Lockdown sind und eigentlich eh schon auf Jobsuche waren, nicht so glücklich waren mit dem, was sie machen. Das ist dann, glaube ich, ziemlich übel. Aber für uns hat das eigentlich sehr, sehr gut funktioniert. Und dann hilft es natürlich wahnsinnig, wenn man, ja, wie jetzt nicht im grauen Berlin sitzt und eigentlich sehr, sehr wenig Ausgleich hat zur Arbeit, weil das ist das, was mir am meisten fehlt, also draußen Sport zu machen. Das war natürlich himmlisch, also nach der Arbeit dann mal kurz ins Meer zu springen, das war natürlich ein bei 22 Grad Wassertemperatur. Also das war natürlich ein unvergleichlicher Feierabend, den ich auch jetzt sehr, sehr vermisse. Dafür schwankt es jetzt nicht mehr unter deinen Füßen. Das stimmt. Ihr habt Kapital eingesammelt. Habtet ihr danach nochmal eine Runde gedreht? Also wir sind ja eine amerikanische Inc., also eine Delaware Company, und wir haben quasi im ganz 2020 immerfort Angel Tickets eingesammelt über sogenannte Safe Notes. Und von daher hat sich so im Laufe des Jahres quasi eine Angel Runde ergeben. Wie viel habt ihr eingesammelt? Ja, knapp 2 Millionen haben wir jetzt. Mhm, cool. Das heißt, wie geht die Reise jetzt weiter für euch? Ja, wir bauen weiter an unserer Plattform. Also die, wir sagen ja, wir bauen ein Operating System für Private Wealth mit den verschiedenen Komponenten, die wir vorhin angesprochen haben. Und worum es jetzt dieses Jahr geht, ist zum einen noch weitere Komponenten, wie zum Beispiel ein integriertes Bankkonto anzubieten. Da sind wir mit einigen Partnern unterwegs und da wollen wir die Integration noch verbessern. Aber dann, wenn wir hoffentlich mit der BaFin weiter fortgeschritten sind, dann geht's wieder zurück an die ursprüngliche Idee. Und dann wollen wir weiterarbeiten an der Investmentplattform, damit das Ganze eine runde Sache wird. Diese ganzen Elemente, die wir jetzt in den vergangenen Jahren aufgebaut haben, dass die ein schlüssiges Ganzes ergeben. Das klingt nach sehr viel Arbeit. Wofür hast du denn zu wenig Zeit im Moment? Ja, ich denke, davon kann jeder Gründer ein Lied singen. Also wenn auf der Arbeit viel los ist, dann leidet natürlich immer Familie und Freunde. Das ist natürlich auch jetzt so, wobei ich was sagen muss, da macht es der Lockdown dann doch wieder einfacher. Denn ja, wir haben ja schon gesessen abends, Felix und ich, und haben gesagt, naja, wenn jetzt kein Lockdown wäre, wäre unser Leben dann eigentlich so viel anders da. Denn wir haben einfach unfassbar viel zu tun, auch eben gerade durch die Steueränderung. Also die wurde Mitte Dezember nochmal zementiert. Also seit Mitte Dezember haben wir so viele Anfragen, so viele Aufträge für GmbH-Gründungen, dass wir wahrscheinlich auch ohne Lockdown gar nicht mehr vor die Tür kämen, muss ich ehrlich sagen. Von daher ist es jetzt eigentlich eine sehr, sehr gute Situation, um sich voll auf die Firma zu fokussieren. Ja, aber dennoch hoffen wir mal, dass der Lockdown irgendwann auch mal ein Ende hat. Ja, das hoffen wir schon. Ihr kriegt es dann nicht mit, aber nee, das hoffen wir schon. Also es wäre vor allem auch schön, einfach mal das ganze Team zu sehen und vor Ort zu haben, weil wir haben im Lockdown fortwährend auch angestellt, immer weiter, und sind jetzt natürlich permanent in Videocalls, wie jeder andere auch. Aber ich freue mich wirklich drauf, wenn Lockerungen beschlossen werden und wir dann hier auch mal mit gesammelter Mannschaft nochmal vor Ort sind. Ja, na klar. Und finden die Fintech-Ladies eigentlich gerade online statt? Gibt es da irgendwelche Meetings? Nee, für die Fintech-Ladies war das tatsächlich ein mageres Jahr. Also wir haben natürlich auch überlegt, sollen wir jetzt loslegen mit Webinaren und alles digital stattfinden lassen. Wir haben uns jetzt im Oktober, November aber dagegen entschieden. Also einfach, weil jeder so viel Zeit online verbringt mit dem Team, dann online mit den Freunden, sodass wir alle gesagt haben, also der Appetit für Webinare nimmt eigentlich ab.
Letztes Jahr haben wir noch das Glück gehabt, dass wir gerade zwischen den Lockdowns, da hatten wir noch mal ein paar wenige sehr, sehr schöne Events, zum Beispiel mit Weltsparen hatten wir noch mal ein Event vor Ort. Das war auch richtig ein Aufatmen, das da durch die Gruppe ging und alle haben gesagt, ja, ach, ist das so schön, dass man sich noch mal trifft. Ja, ich wollte kommen und irgendwie ist mir was dazwischen gekommen und dann habe ich aber hinterher auch ein paar gesprochen, die meinen, oh, es war tat so gut, es war so rund und nett und schön und ja, naja, und dann ging es gerade weiter. Das haben auch die Weltsparen-Ladies, die haben das auch super gemacht, da hatten wir zum ersten Mal so ein Panel, also da haben quasi alle aus verschiedenen Abteilungen so ihre Perspektive der letzten Jahre wiedergegeben, das war super interessant. Ach so, das Wachstum, also Weltsparen hat ja auch einfach eine unglaubliche Entwicklung mitgemacht und diese Entwicklung, ja, aus verschiedenen Perspektiven, das war halt total interessant. Ja, und dann hatten wir auch noch das erste hybride Event, das wir jemals gemacht haben, das war in Wien zusammen mit der Wirtschaftsagentur. Also da waren einige vor Ort, also natürlich mit Abstandsregeln und so weiter. Und das Ganze wurde aber gestreamt. Und das Format, das hat uns auch sehr, sehr gut gefallen. Also mit, das könnten wir uns auch nochmal vorstellen, mit einem Host, der dann aber auch die Möglichkeiten hat. Also das war ein ganz tolles Studio. Das hat die Wirtschaftsagentur wirklich ganz, ganz toll und professionell durchgeführt. Mhm. Aber da haben wir jetzt die Problematik. Also wir haben verschiedene Firmen, die angefragt haben, ob sie Host sein dürfen bei einem der nächsten Deep Dives. Nur viele Firmen haben eben die Regel, dass keine Outside Visitors erlaubt sind. Von daher werden im Moment noch nicht mal mehr hybride Events möglich. Und wir haben gesagt, wir warten jetzt einfach auf die ersten Lockerungen, denn ja, das private, also das persönliche Treffen und auch dieser intime Austausch, das ist ja eigentlich das, was den Charakter unserer Events ausmacht. Ja, natürlich. Und das merken ja mittlerweile alle, die im Eventbereich da sich auch tummeln, so viele Ideen und Möglichkeiten da waren und ausprobiert wurden und natürlich anfänglich auch sehr begeistert angenommen wurden, merken doch alles, ist halt doch eine Müdigkeit da. Und nichts ersetzt doch dieses persönliche Treffen. Und wir haben uns ja jetzt auch über ein Aufnahmetool gesprochen. Normalerweise wäre ich ja auch vorbeigekommen. Und man merkt das natürlich schon. Das ist das 1-zu-1-Gespräch, wenn man sich gegenüber sitzt, ist doch nochmal was anderes, als wenn man dann irgendwie über Video miteinander redet. Ich glaube, das hat mittlerweile ja wirklich jeder verstanden auch. Ne? Deswegen umso mehr warten wir alle drauf, ja, dass wir alle mal wieder vor die Haustür treten dürfen. Die einzigen, die wir da nicht sehen, ist Christine, weil sie weiterhin in ihrem YouTube-Studio sitzt. Nee, das hoffe ich nicht. Also wir sind ja ständig weiter am Wachsen und mit einem größeren Team. Also das ist deutlich zu merken. Also das war jetzt auch eine sehr interessante Phase. Ich meine, im letzten Jahr sind wir von, ich glaube, am Anfang des Jahres, da waren wir nur 4, 5 Mitarbeiter. Jetzt sind wir über 20. Also es ist einfach sehr interessant, wenn ein Team quasi über die Schulklassengröße hinaus wächst und du dann auch einfach erste Teamstrukturen hast, ja, wo du nicht mehr gemeinsam in einem Raum sitzt, sondern dir jetzt wirklich überlegst, welche Teilgruppen machen denn Sinn, aber auch welche Kommunikationswege musst du jetzt etablieren, damit das Team nach wie vor noch so gut und effizient zusammenarbeitet. Also das war eigentlich der Entwicklungsschritt des letzten Jahres. Und es war sehr interessant, hat sehr viel Spaß gemacht. Ich muss aber sagen, es macht auch immer mehr Spaß, je größer das Team wird. Ja? Mhm. Auf alle Fälle. Ich habe viel gelernt. Ich habe einige doofe Fragen gestellt. Aber jetzt habe ich es endlich verstanden. Und ich denke, das geht vielen anderen auch so. Herzlichen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast. Ich freue mich, dass du da so offen warst und dich den Fragen unserer Community gestellt hast. Herzlichen Dank, Christine. Ja, vielen Dank an dich. Es hat großen Spaß gemacht. Bis bald. Habt ihr Fragen, die hier einmal besprochen werden sollen oder ein Thema, das wir zum Thema machen müssen? Dann schreibt uns an nicole@paymentandbanking.com. Bis zum nächsten Mal bei Ask Me Anything.